Ja, bitte. Hallo, Mama. Ach, Rita, das ist aber schön, dass du wieder mal anrufst. Mama, wie geht's denn? Du, über Krankheiten möchte ich erst gar nicht mal reden. Mir tun sämtliche Knochen weh. Mein Rücken, meine Knie. Kind, ich kann kaum gehen. Und dann die Verdauung. Ach Gott. Und erst diese Langeweile. Jeden Tag. Das Gleiche. Tag ein, Tag aus. Na Mama, da wird's dir aber gefreien, dass ich den nächsten Sonntag besuchen kommen will. Ja, am Sonntag? Ach du, da bin ich doch nicht zu Hause. Na erst, wo bist denn? Ich bin auf Kegeltour. Weißt du, das wird so richtig schön. Da kann man nach dem Kegeln noch richtig tanzen und lustig sein. Na ja, schön. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Danke. Aber sag einmal, was ist denn dann am Sonntag drauf? Moment mal, da muss ich erst in meinen Kalender schauen. Aber da bin ich doch auf den Schneeberg. Ja, wandern. Ich bin wandern auf dem Schneeberg. Ich glaube, ich dran. Du wanderst am Schneeberg? Ja. Ja, wenn du mit deinen vier Sehnen tatschen kannst. Kann ich auch nicht. Aber glaubst du vielleicht, dass ich deswegen zu Hause bleibe? Pah, dann nehme ich halt eine Tablette mehr ein. Ja, was ist denn dann am nächsten Wochenende? Und dann das nächste Wochenende? Also Moment mal. Weißt du, Kind, wir spielen doch immer Karten. Und von dem Spieleinsatz, da fahren meine Spielerfrauen und ich für 2 Tage nach Bad Gastein. Und das ist dieses Wochenende. Na super, ich wünsche dir viel Spaß. Aber sag einmal, was ist denn dann wieder am Sonntag drauf? Na Moment, 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 warte, da muss ich den Hörer aus der Hand legen. Du, da ist ja schon der Sonntag, der 15.8. Maria Himmelfahrt. Und da hat doch meine Freundin Maria Namenstag. Und da bin ich doch eingeladen. Du, die macht immer so einen guten Kuchen. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Da muss ich doch hin. Na, das glaube ich, aber du isst gerne einen Kuchen, das kann ich verstehen. Aber was ist denn dann am nächsten Sonntag? Nach dem Sonntag. Ach du, da ist ja schon der 22.8. Na, da bin ich mit dem Kirchenchor unterwegs. Ha, mit wem? Na, mit dem Kirchenchor. Ich bin doch jetzt Mitglied im Kirchenchor. Und da treffen wir uns jeden Donnerstag. Und das Wochenende ist unser Jahresausflug. Ja, du, da muss ich doch mit. Da kann ich nicht fehlen. Na ja, da gebe ich dir recht. Aber dann ist ja wieder ein Sonntag. Was ist denn da? Und dann der Sonntag. Dann der Sonntag, du. Da fängt ja schon mein Jahresurlaub an. Ja, mein Jahresurlaub fängt an. Was? Hast du einen Jahresurlaub? Ja. Wo fährst du denn hin? Aber Rita, Kind, das weißt du doch. Nach Mallorca fahre ich doch jedes Jahr dorthin. Ah, und wie lang? Ja, 4 Wochen. Man gönnt sich doch sonst nichts. Na ja, dann tschüss und viel Spaß.
Da sagt man alle, man kümmert sich nicht, aber die ist eh nicht daheim.